Stimmung war mal so und mal so. Im Großen und Ganzen, finde ich, haben unsere Stadt vor Ort einen sehr, sehr fairen Umgang miteinander. Meistens entspannt und eine durchweg konstruktive Atmosphäre. Es gibt immer so eine Findungsphase so einer Stadtverordnetenversammlung. Die Stimmung wurde zunehmend besser im Verlauf der 5 Jahre. Zunächst gab es ja eine sogenannte Rathaus-Kooperation, die dann platzte. Zu dem Zeitpunkt, wo sich die Kooperation aufgelöst hat, wurde die Stimmung besser, weil man musste jetzt Mehrheiten suchen. Das hat automatisch dazu geführt, dass man mehr miteinander geredet hat. Heute muss man halt mehr auf den Kompromiss setzen, man muss mehr miteinander sprechen. Die meisten Arbeitsgruppen, Gremien und auch Ausschusssitzungen sehr produktiv. Also da war eigentlich von so parteipolitischen Geplänkel immer nur vor Wahlkämpfen was zu spüren. Unser Eindruck war, dass in der Stadtverordnetenversammlung eigentlich alle recht stark unter Druck stehen. Sehr lustig in manchen Debatten, manchmal geht es auch sicherlich zur Sache, aber das war eigentlich schon immer so. Wir haben die Möglichkeit, aus dem Kasernengelände von Krampnitz einen neuen Stadtteil zu entwickeln, der beispielhaft sein kann, etwa bei der Energieversorgung, bei der Verkehrslösung. Wir sind unbedingt darauf angewiesen, so ein Areal zu entwickeln. Wir wissen, Potsdam wächst. Der Anspruch, dort mal etwa 10.000 Menschen anzusiedeln, das ist ja kein geringer. Ich meine, 10.000 Menschen sind unter den Brandenburger Verhältnissen, also mehr als eine Kleinstadt. Das ist eine große Herausforderung für uns alle, einen Stadtteil am Reißbrett zu entwerfen. Es gibt ja durch die Deutsche Wohnen jetzt einen Bauherrn, der dort viele, viele Wohnungen bauen wird. Auch die Pro Potsdam hat natürlich da einen großen Anteil. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, dort auch preisgünstigen Wohnraum anzubieten. Das ist halt wichtig in einem neuen Stadtquartier, dass wir da die soziale Durchmischung gewährleisten können. In Bezug auf Krampnitz hat die Stadtverordnetenversammlung doch wegweisende Beschlüsse gefasst. Alle Themen, die dieses neue Stadtgebiet betreffen, von der sozialen Infrastruktur, Verkehr, wie dicht soll gebaut werden, was soll wohin. Es ist jetzt geklärt, dass die Straßenbahn hinkommt. Es wird freigehalten, die ganze Trasse, also dass die Straßenbahn auch umgesetzt werden kann. Dann ist aber auch der große Master- oder Rahmenplan entschieden. In der nächsten Zeit müssen wir viel Wert darauf legen, dass auch Einrichtungen wie Schulen, Kitas, kulturelle Einrichtungen, Ärzte und vielleicht kleine Gewerbestandorte auch dort berücksichtigt werden. Und wenn man sich diese Dimension mal verdeutlicht, dann weiß man auch, was wir für eine Aufgabe zu schultern haben und dass das eins der zentralen Projekte war, wo die jetzige Stadtverordnetenversammlung die Grundlagen gelegt hat. Und ich bin mir sicher, dass die nächsten 5 Jahre mindestens in jeder zweiten Sitzung sich mit dem Thema Krampnitz auseinandersetzen wird. Soll sie bleiben? Soll sie umgebaut werden? Das Problem bei der Biosphäre ist, dass sie sich nicht selber trägt und wir bei dieser freiwilligen Leistung 1 Million Euro pro Jahr zuschießen. Die Biosphäre ist eine große Attraktion, aber auch große Attraktionen müssen so funktionieren, dass sie entweder sich selbst tragen oder dass sie durch Spenden funktionieren. 2001 zur BOGA wurde ja die Biosphäre mal eben so handstreichartig nach Potsdam geholt, ja. Und der Investor hat da was hingestellt, was letztlich eigentlich, sagen wir mal, auch energetisch eigentlich ziemlich grenzwertig ist, ja. Und auch ein Konzept mitgeliefert. Er ist ja dann auch pleite gegangen mit dem Konzept. Und dann ist über lange Zeit überbrückt worden mit der Pro Potsdam. Allerdings unter der Voraussetzung, dass die Stadt dauerhaft zuschießen musste. Es gab auch einen nicht geringen Anteil von Stadtverordneten, die dann gesagt haben, also bevor wir da wieder neues Geld reinstecken, sollen wir überlegen, ob wir das Ding nicht abreißen. Zur Biosphäre hatten wir einen Antrag gestellt, dass wir eben prüfen wollen, wie es weitergehen soll und dazu auch ein Werkstattverfahren initiiert, woran alle Fraktionen teilgenommen haben und alle, die im Umfeld mit Stadtentwicklung zu tun haben. Und ich denke, es wird auch eine ganz gute Lösung geben. Biosphäre soll also jetzt durchaus aufwendig saniert werden und soll inhaltlich so auf einen neuen Stand gebracht werden, dass man also nicht nur diesen tropischen Aspekt, sondern im Prinzip durch alle Klimazonen unserer Erde reisen kann. Wir wollen einen Ort machen für die Potsdamer Wissenschaft, da wo Wissenschaft erlebbar ist. Wir haben so viele tolle wissenschaftliche Einrichtungen, die sich auch alle daran beteiligen wollen, dass das
Da bin ich mir ganz sicher, das Schaufenster für Wissenschaft in Potsdam wird. Im Bornstedter Feld haben wir mit der Entwicklung des Gebietes um die Biosphäre und der Biosphäre die Chance, das Zentrum des Bornstedter Feldes so zu entwickeln, dass es ein Gewinn wird für das gesamte Wohngebiet. Wie wir mit der Potsdamer Mitte und unseren Beschlüssen, die auch über 20 Jahre alt sind, umgehen. Das war schon spannend und da waren auch Emotionen im Spiel. Das war heiß. Der Konflikt war ganz klar der zwischen denen, die den ursprünglichen Grundriss und die ursprüngliche Planung aus den 90er Jahren konsequent weiterverfolgen wollten und den Befürwortern für den Erhalt des Gebäudes Fachhochschule. Es gab die Befürworter des Abrisses und es gab die Gegner des Abrisses. Und die Gegner des Abrisses waren jetzt nicht unbedingt nur Menschen, die man im Umfeld der Fraktion Die Andere vermutet. Aus unserer Sicht, also Die Andere, ging es da auch weniger um Fragen von Architektur, von Ästhetik, von Städtebau, sondern vielmehr um soziale Fragen der Stadtentwicklung. Die Diskussion drehte sich ja im Kern dann darum, dass es ein Bürgerbegehren gegeben hat zum Erhalt der Fachhochschule. Und dieses Bürgerbegehren war ja letztlich erfolgreich, was die Unterschriftenzahl angeht, aber es war rechtlich nicht zulässig. Das kam einfach zu spät. In dem Moment, wo der gesamte Platz verkehrstechnisch umgebaut war, das Stadtschloss stand, dann war klar, jetzt sind wir schon voll auf dem, wir saßen schon im Zug. Das war ein wichtiger Diskussionsprozess, aber man hat dann am Ende auch zu einer Meinungsbildung gefunden. Es hat eine Mehrheit gegeben. Letzten Endes wurde die Entscheidung getroffen, das Fachhochschulgebäude abzureißen und die alten Quartiere auf ihrem Grundriss und die originalen Fassaden bei den Eckgebäuden, die sogenannten Leitbauten, wieder entstehen zu lassen. Ich freue mich sehr darüber, dass im Block 3 letztlich die Potsdamer Wohnungsgenossenschaften 75% der Grundstücke erwerben konnten. Das ist aus meiner Sicht eine Garantie, dass es dort keine reine Verwertung gibt, sondern eine inhaltliche Gestalt und auch ein soziales Wohnen dort möglich ist. Das ist ein Dauerbrenner und ein großes Problem. Man sitzt als normaler Mensch in einer Stadtverordnetenversammlung und dann kommt so ein unglaublich komplexes Thema wie Kita-Gebühren. Es war der Elternbeirat, der Kita-Elternbeirat, der sich der Gebührenordnung angenommen hat, der sie geprüft hat und festgestellt hat, dass hier Kosten auf die Eltern umgelegt werden, die nicht umlagefähig sind. Zu dem Zeitpunkt hat allerdings keiner gedacht, welche Dimensionen das annehmen wird. Die Schwierigkeit besteht darin, nun rauszufinden, was ist denn zu viel gezahlt? Die Höhe, den Zeitraum, welche Fakten legt man zugrunde, also wo ist die Basis für die Berechnung der Gebühren? Und da gab es eben verschiedene Standpunkte und am Ende hat ein Mediationsverfahren dafür gesorgt, dass man sich auf einen gemeinsamen Nenner einigen konnte. Das ist jetzt auch durch Gerichtsurteile insoweit geklärt, dass wir einen Rahmen haben, in dem wir eine Rückzahlung machen können. Und die Stadtverordneten haben sich dazu entschlossen, das auch zu tun. Jetzt warten wir auf die Botschaften aus dem Land. Also was sagen Innenministerium und Bildungsministerium zu unseren Vorschlägen? Und wenn ihr Prüfergebnisse so ausfallen, dass wir da solide und richtig gearbeitet haben, dann werden wir als nächstes mit dem Antragsverfahren anfangen und mit den Auszahlungen. Das Minsk oder das Gelände des Bauhausberges war ja vorgesehen für die Refinanzierung des Bades. Der Bau des Schwimmbads hat, glaube ich, 41 Millionen Euro gekostet. Und es gab einen Beschluss in der Stadtverordnetenversammlung, der sagte, wenn wir da jetzt bebauen lassen durch Investoren, soll das Geld zurückfließen in den städtischen Haushalt. Grundstücke sind ausgeschrieben worden. Dann gab es sozusagen ja das entsprechende Angebot eines Investors in Höhe von 27 Millionen Euro. Die Krux war aber ohne Minsk. Das war das Grundproblem. Und nun ging es immer darum, also will man das Maximale an Einnahmen oder will man das erhalten, was da steht? Auch hier gab es dann durch das Wirken der Stadtverordnetenversammlung einen Stopp, ein Wiederaufnahmeverfahren sozusagen, auch ein Workshopverfahren. Das Ergebnis dieses Werkstattverfahrens hat ja aufgezeigt, es geht. Man kann dieses Minsk erhalten. Dann kam jetzt parallel wie Kai aus der Kiste, der Mäzen Hasso Plattner bzw. seine Stiftung hat gesagt, okay,
Ich sehe, ihr wollt hier was anderes und ich unterstütze euch. Aktuell ist der Stand so, dass die Stadtwerke gegenüber der Hasso-Plattner-Stiftung erklärt haben, dass sie das Kaufangebot annehmen. Das ist eigentlich wie ein Sechser im Lotto gewesen. Das Minz bleibt erhalten, die Wohnbebauung daneben wird abgestockt. Das heißt, das Minz bleibt auch so als Fokus innerhalb des Komplexes an zentraler Stelle. Dass dann natürlich dort ein Museum eingebracht wird mit der Kunst, der DDR-Kunst, ist natürlich dann ideal. Ich habe eine Bitte, immer an das Mikrofon zu denken und immer nur den Knopf zu betätigen. Ja, Herr Oberbürgermeister, darf ich darum bitten, das Mikrofon nicht zu betätigen? Das Mikrofon bitte nicht bewegen. Ein schönes Bild zeigen. Von der Herr Dauber, bitte das Mikrofon nicht anfassen. Sehen Sie? Herr Schlüter kriegt bestimmt schon rote Flecken im Gesicht, dass diese hochsensible Technik, also einfach die Bitte nochmal. Ja, Herr. Was? Habe ich das angefasst? Herr Wollenberg, das kann ich. Vorsicht, ich habe das Mikrofon angefasst. Herr Wollenberg. Schönen guten Tag. Die behutsame Annäherung ans Mikrofon, das ist auch ein Thema. Meine sehr geehrten. Aber es geht noch, funktioniert noch. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Frau Hünicke, das ist von Herrn Schlüter eingestellt, das Mikrofon. Ja, ich habe es nicht angefasst. Ich habe einfach die Bitte, auch diese Arbeit von Herrn Schlüter irgendwo zu beachten. Herr Schlüter, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Frau Vorsitzende, so etwa alle halbe Jahre haben wir die gleiche Diskussion. Es kommt immer wieder auf den Tisch und die Argumente sind nun wahrlich ausgetauscht. Ich stelle einen Antrag auf Schluss der Debatte.